Der alte Flakturm in Hamburg-Wilhelmsburg. Seit 1945 steht das Relikt des Zweiten Weltkrieges ungenutzt inmitten eines Wohngebiets südlich der Elbe. Ein paar Funkanlagen hat man inzwischen auf der Plattform angebracht, das ist alles. Das Innere des Betongiganten wurde am 17. Oktober 1947 auf Befehl der britischen Besatzungsmacht gesprengt. Die spektakuläre Maßnahme war Teil eines Programms zur Entmilitarisierung des besiegten Deutschland. Um 11 Uhr morgens die Explosion. Das Innere des Bunkers gleicht seitdem einem Erdbebengebiet. Nur gelegentlich stören interessierte Bunkerforscher die ewige Ruhe des einstigen Luftschutzbauwerkes. Im Grunde bin ich auf der Spur und suche Geschichten, die sich innerhalb von solchen Gebäuden unter diesen spezifischen Umständen abgespielt haben. Wie haben die Menschen reagiert bei Luftangriffen? Wie sind sie mit ihrer Angst umgegangen? Was ist passiert, wenn ein Bunker von einer Bombe getroffen oder sogar durchschlagen wurde? Welche Dramen haben sich da abgespielt? Aber auch solche Fragen, wer durfte in den Bunker rein? Dass also Kriegsgefangene nicht rein durften, dass Juden, Roma und Sinti nicht reingelassen wurden, dass alle Gruppen, die man vom NS-System aus nicht mochte, dass ihnen der Zutritt verwehrt wurde. Auch diese Aspekte interessieren. Und natürlich auch wird an diesen Gebäuden der Unrechtscharakter des NS-Regimes deutlich, wenn man eben bedenkt, dass Zwangsarbeiter unter erbärmlichen Umständen aus ganz Europa diese Betonburgen hochgezogen haben. Lange Zeit als Bunkerküsser und Betonromantiker belächelt, gelten die Forscher heute als gesuchte Experten. Die Öffentlichkeit hat inzwischen großes Interesse an diesen Bauten entwickelt. Ich vermute, dass einfach aufgrund des Generationswechsels, die nicht diese schrecklichen Bombennächte miterlebt haben, nun mehr Interesse und auch mehr Fragen entgegenbringen und es nicht mehr unter dem Mantel des Schweigens verhüllen wollen.